Sir, bitte stecken Sie Ihre Waffe! Warum stecken Sie die nicht weg, Sir? Sie behalten also Ihr... Ohne die Waffe, Sir! Bitte! Laut einiger Zeugen haben Sie vor dem Gebäude... Hast du schon von der Lieferung? Na endlich. Sind Sie der Typ von Homeland, auf den ich warten sollte? Sagen Sie, Mandela, ich habe das Memo erst gekriegt, als ich mit der Autopsie fast fertig war. Hätte ihn ja wohl kaum wieder zunähen können. Wohl nicht, dann haben Sie das Neuralhub extrahiert. Das war ziemlich knifflig. Ein paar Zentimeter tief und die Kugel hätte nicht nur die Paddock-Konnektoren zerstört. Ich bezweifle, dass Sie was Brauchbares finden. Abgesehen von der Tatsache, dass es modifiziert wurde. Modifiziert? Womit? Mit einer Art Flüssigantrieb. Aber hey... Ich hab nichts gesehen. Ultraviolett heißt Ultraviolett und ich weiß, wie empfindlich ihr Jungs seid, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Er gehört Ihnen. Das Hub ist abgeklemmt, aber noch im Schädel, wie angeordnet. Und jetzt entschuldigen Sie mich, der Papierkram wartet. Boss, ich habe den Neuralknoten. Er wurde anscheinend mit einer Art Flüssigantrieb modifiziert. Pritchard sollte sich das mal ansehen. Nein, bring sie nicht her. Frank ist noch nicht mit der Diagnose fertig. Und ich will erst danach riskieren, irgendwas an unser Netzwerk anzuschließen. Vor allem, wenn es um Militärtechnologie geht. Also, was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Knoten in Ihr Apartment. Frank wird Sie dort kontaktieren.